Am 8.6. ist es wieder soweit, dass New Names bei uns im Jofel Club. Und ich stelle euch die drei Künstler vor, die ihr an dem Abend euch angucken könnt. Und zwar ist mit dabei die 20-jährige Solokünstlerin und Songwriterin Charlotte, die sich selbst am Klavier begleitet. Ende 2016 hatte sie ihre erste EP No Fear rausgebracht. Und man könnte ihre Musik so beschreiben, dass es auf jeden Fall authentische und gefühlvolle Popmusik ist mit englischen und deutschen Texten. Wie sich das anhört, seht ihr dann am zweiten Donnerstag im Jofel Club. Dabei ist auch Samantha McNair, eine Soul-Sängerin aus Wolbeck, die nach ihrer erfolgreichen Teilnahme bei The Voice jetzt auch an ihrer eigenen Musik arbeitet. Unterstützt wird sie dabei von ihren Bandkollegen Yannick und Lukas. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass das Trio dabei ist. Und damit ihr schon mal eine Idee habt, wie sich das anhört, gibt es hier einen kleinen Vorgeschmack. Dritte Band des Abends ist die Rockband Wodka Alice und die Jungs kommen aus dem Drei-Städte-Eck Dortmund, Unna und Castrop-Rauxel. Dort sind sie auch seit Ende 2011 total viel live unterwegs. Jetzt kommen sie nach Münster, um auf der New Names Bühne für euch zu spielen und zu performen. Und sie werden bestimmt auch ein paar Lieder von ihrer EP Update to Rock spielen. Wie sich das aber dann genau anhört, das seht ihr am 8.6. Wie immer, Einlass ab 19 Uhr und Beginn 20 Uhr. Da solltet ihr dabei sein. We all have our vices.